Hi und willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Es ist Karfreitag. Nein, ich bin nicht im Wald, sondern wir sind am Nürburgring. Der Stinker da vorne ist auch da. Philipp, ja. Ja, wie versprochen, Karfreitag, Nürburgring. Und Ostersonntag, Honda-Fest muss leider ausfallen, weil das Honda-Fest ausfällt. Ja, es wurde abgesagt. Falls ihr euch jetzt fragt, warum es so wackelt und so rumpelt, wir laufen gerade noch ein Stückchen die Strecke entlang. Oh ja, sodass wir für euch ein paar Impressionen schon mal einfangen können, bevor wir uns ja gleich wieder zurück ins Brünnchen begeben. Das Problem da ist allerdings, ihr wisst es vielleicht selber, wenn ihr schon mal hier wart, Karfreitag extrem voll. Heißt also, da ist mit Filmen immer ein bisschen schwierig. Ich hoffe, man sieht mich überhaupt. Ein bisschen dunkel jetzt. Wenn nicht, ihr hört mich ja zumindest. Ne? Deswegen gehen wir ein Stückchen nach oben und dann filmen wir mal. Ich glaube, dein Gesicht kennt schon jeder. Bis gleich, Kinders.
wenn man dann einbezogen ist. Thank you.
Mega! Thank you.
Ja, und das war mein Video zum Karfreitag am Nürburgring. Es ist jetzt ein Tag später, also wir sind gestern Abend nach Hause gekommen und haben uns quasi direkt ins Bett geworfen. Ganz einfach, weil wir morgens um 4 schon rausgefahren sind. Wir sind dann bis 13 Uhr geblieben. Wir wären gerne länger geblieben. Das Problem ist allerdings, dass die Strecke ständig gesperrt war und ich dann auch nicht filmen konnte. Und selbst wenn, der Akku hätte dann nicht mehr lange mitgemacht. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Fürs nächste Mal weiß ich Bescheid, einfach noch einen zweiten Akku mitnehmen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen mit den Impressionen vom Nürburgring. Für all diejenigen, die sich im Video gesehen haben, die dürfen gerne in den Kommentaren unten ihren Instagram verlinken oder reinschreiben. Für all diejenigen, die sich nicht im Video sehen möchten, einfach mal auch kurz Bescheid sagen. Dann kann ich das gerne nachträglich rausnehmen. Und für all diejenigen, die wegen diesem Video hier auf meinen Kanal gekommen sind, schaut gerne noch die anderen Videos an, ja, sodass ihr vielleicht Abonnenten werdet oder den einen oder anderen Kommentar da lasst. Ja, vielleicht gefällt euch ja das, was ich sonst noch so mache. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich weiß gar nicht, was ich dann mache, an welchem Auto. Ich werde mir da noch was einfallen lassen. Ich wünsche euch bis dahin frohe Ostern, ja, und genießt die Zeit mit eurer Familie, Freunden, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.